Luftstreitkräfte. Zum einen einmal geht es darum, Erkundungsflüge durchzuführen, zu schauen, wo dann auch entsprechende Verklausungen zu lösen sind. Bei allem, wie auch gestern schon gesagt, steht die Menschenrettung im Vordergrund. Wir haben eines nach der gestrigen Sitzung auch bereits heute am Vormittag erledigt. Das ist ja der Bedarf nach Sandsäcken ein sehr großer. Die Zusammenarbeit auch innerhalb der Bundesländer funktioniert ja wirklich sehr, sehr gut. Also Niederösterreich wird hier mit allen Kräften unterstützt. In diesem Fall war es Tirol, das angeboten hat, eben 6 Tonnen Sandsäcke. Diese wurden dann eben verbracht von Tirol zunächst einmal nach Hörsching mit LKWs und sind dann plangemäß in Tulln gelandet, eben sozusagen mit der Herkules, nämlich dorthin auch gebracht worden. Wir haben heute in der Sitzung noch einmal seitens Niederösterreich den Wunsch ausgesprochen bekommen nach Sandsäcken. Das haben wir in der Zwischenzeit schon überprüft und wir werden schauen, dass wir so schnell wie möglich jetzt weitere 100.000 Sandsäcke, die wir selber im Bundesheer auch eingelagert haben, dorthin bringen. Wo ist jetzt das Bundesheer vorwiegend im Einsatz? Also in welchen Gebieten in Niederösterreich wird die Hilfe gerade am dringendsten benötigt? Das ist unverändert, so wie es auch gestern der Fall war, wo wir besondere Einsätze haben, von St. Pölten über St. Pölten Land beginnend bis nach Melkwedhofen an der Theia. Die Einsätze werden koordiniert natürlich vom Landesführungsstab des Landes Niederösterreich. Das gilt für all unsere Kräfte. Überall dort, wo es notwendig ist, werden die dann auch eingesetzt. Verändert sich natürlich in der Gewichtung, wenn man zum Beispiel daran denkt, der Herr Bundeskanzler hat es vorhin angesprochen, überall dort, wo auch die Dämmbrüche bereits stattgefunden haben, wo es notwendig ist, das auch zu beobachten bzw. hier zu unterstützen. Führend, wie gesagt, ist selbstverständlich der Landesführungsstab in dem Fall in Niederösterreich und wir kommen überall dort zum Einsatz, wo wir gebraucht werden. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle freiwilligen Helfer, das heißt die Feuerwehr, Frauen und Männer, die teilweise durchgehend 24/7 im Einsatz sind und ein ganz großes Dankeschön an unsere Soldatinnen und Soldaten, die jetzt auch zusammengezogen werden von den einzelnen Militärkommanden oder den einzelnen Einheiten, zum Beispiel auch aus Salzburg oder auch aus Tirol. Kann man da irgendwas abschätzen, wie lange das noch dauern wird, wie lange das Bundesheer noch im Einsatz ist und wie dieser Einsatz aussehen könnte? Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir immer dann zum Einsatz kommen, wenn andere eben nicht mehr kommen, nicht mehr können. Das heißt, wir bereiten uns darauf vor, da geht es immer um die Durchhaltefähigkeit, dass das mit Sicherheit noch länger andauern wird. Das jetzt abzuschätzen, wie viele Tage, Wochen das sein werden, das wäre nicht seriös. Wenn man uns braucht, sind wir da, das gilt auch für die Zukunft. Wie viele Soldaten stehen noch bereit, wenn die Situation schlimmer werden soll? Also wir haben insgesamt diese 2400 mit dem Schwergewicht der 1000, die wir eben für Niederösterreich bereithalten. Sollte Zusätzliches notwendig sein, dann stehen selbstverständlich Kräfte bereit. Aber um eine Zahl auch jetzt zu nennen, derzeit aktuell in Niederösterreich im Einsatz sind es an die 300. Das heißt, wir haben hier durchaus noch Reserven und stehen jederzeit bereit.